Wer ist der beste Brasilianer der Bundesliga? Das müssen wir mal gucken. Das müssen wir mal gucken. Und wenn da Luisão nicht aufgelistet ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Katja Berlin! Wahlkampf. Samba, Dijande. Gute! Da sind wir wieder mit einer weiteren Folge. Calcio Berlin Wahlkampf. Und was wir hier machen, das wisst ihr inzwischen. Wir stellen wichtige Fragen und beantworten sie. Und Nickers hat euch gerade schon einen saftigen Teaser gegeben darauf, was wir heute hier machen. Es ist wirklich, glaube ich, jetzt schon eine meiner Lieblingsfragen, die wir hier behandelt haben. Ja. Weil ich habe sie gehört und mir gedacht, ja. Ist der Kaiserslautern-Fan, der Typ? Es ist auch einfach so wild. Kein einziger Hertha-Fan bei Calcio Berlin. Calcio Berlin. Ja, ich will. Ja. Ich muss gerade überlegen, wie ich es formuliere, weil er scheiß drauf, das war meine Frage. Die ist mir eingefallen und ich dachte, Alter, das ist saugeil, da habe ich mega Bock drauf. Ich habe überlegt, ob ich es so formuliere, dass es neutral klingt. Ach so, was ist denn du die nicht ausgedacht ja. hast. Niklas hat sich diese Frage ausgedacht und sie ist sehr gut. Das möchte er sagen. Ja. Und die Frage lautet: Wer war der beste Brasilianer in der Bundesliga? Also Marcelinho muss Top 3, 100%. Aller Zeiten. Geschichte. Ja. Muss man aufmachen bei so einem Thema, finde ich. Das ist ja schon in Ordnung. Ja. Und ihr wisst, wie es läuft. Jeder hat einen Case vorbereitet. Keiner von denen ist auch gebürtiger Berliner. Ich weiß, nur weil die in Berlin wohnen, nennen die das. Ich verstehe es wirklich nicht. Wieso nennen die das Calcio Berlin? Ich verstehe es einfach nicht. No front. Wir losen gleich aus, wer... Ansgar Brinkmann, der weiße Brasilianer, der muss auf die 1, absolut. Ey, habt ihr Ansgar Brinkmann mal gesehen, wie der jetzt aussieht? Richtig wild. Entweder ist er richtig stylisch oder richtig verwahrlost. Ich weiß nicht, was von beiden. Das ist zweites, drittes ran muss und dann wird hintenrum abgestimmt. Ganz einfach. Ganz genau. Sehr, sehr simpel. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier kommt, denn ich finde, man kann wirklich, es gibt so 10 Namen locker. Breno hat auf jeden Fall gut Feuer ins Spiel gebracht, muss man sagen. Oh, das war so cool. Ja. Und win or lose, ich finde alleine der Trip down Memory Lane hat sich schon komplett gelohnt. Für mich auch. Zu wissen, auch. Der. Und dann zu gucken, und krass, der war wirklich so gut, oder das war wirklich verrückt. Ja, was Krankes nach war. Nach den Cases muss, also ganz am Ende werde ich etwas auflösen, weswegen ich da nicht zustimme. Aber das muss ich erst am Ende weshalb machen. Du nicht zustimmst, dass es eine gute Frage war? Nein, weshalb ich nicht. Also ich sag hundertprozentig, werden die auch Giovanna Elber irgendwie mit reinnehmen. Der hat einfach auch so einen Flavor gehabt, ja. Vielleicht nehmen sie auch, ich meine, ich habe in dem Thumbnail gerade Lucio gesehen, vielleicht nehmen sie den auch noch mit rein. In die Top 3. Diego muss man eigentlich mit reinnehmen. Der hat wirklich Brems Spiel so geprägt. Aber es gab ja auch vorher schon Brasilianer. Aber für mich muss Marcelinho Top 3. Ganz ehrlich, der hat so viele Menschen, die auch nicht mal aus Berlin kommen, zu Hertha-Fans gemacht. Sehr, sehr groß. Ailton, ja, stimmt. Stimmt. Ich glaube, dass es 10 zur Auswahl gab, die legit diesen Titel. C. Roberto, stimmt. Der hat ja auch noch mit 38 oder so beim HSV gespielt und war fitter als alle anderen. Verdient hätten. Ja, okay. Was wir jetzt machen, ist auslosen. Und ich frage dich, Krüger, als der immer verliert. Willst du als erstes, willst du als letztes? Wie willst du das hier machen? Mach du mal als erstes. Letztes habe ich... Amoroso. Naja, Everton, weiß nicht. Gefangen. Ja. Ich war ja auch letztes Mal nicht Erster. Und hab gewonnen direkt übrigens. Ich sehe gar nichts. Ich mach so. Oh, die hat sie gerollt. Ja, da bist ganz fein. Keine Chance. Oh, es ist tatsächlich. Die 1? Die 1. Oh, ich bin an der 3. Das gibt's ja gar nicht. New Times, Alter. Die Rolle ist wirklich eine neue Zeit. Aber du warst schon häufiger die 2 eigentlich. Ich war häufig die 3, oder? Du warst eigentlich meistens die 3. Ich war fast noch nie die 3 gefühlt. Du warst immer die 1 eigentlich. The Times They Are Changing. Toller Song. So ist das. Ah, schade. Ich hätte. Ist das eine Uhr? Ich hätte gerne meinen Take schon benutzt, um eure zu entkräften, aber das wurde mir dann hiermit genommen, natürlich. Schade. Ja, du liebst das, diese. Hat ja aber auch nicht geklappt. Ja, nee, selten klappt's bei mir. Diese Eminem-Strategie zu fahren. Die Eminem-Strategie. Freestyler bin ich. This guy's a gangster, his real name is Clarence. Ja. He lives with his parents, irgendwie so, ne? Ja. Ja. Wir haben eine Uhr. Ja. Nico hat seinen Case. Der Uhrensohn ist bereit. Und wir haben eine Frage, die lautet: Wer war der beste Brasilianer in der Bundesliga-Geschichte? Nico, dein Case in 3, 2, 1. Go. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich möchte eine Sache deutlich machen. Die Frage heute war nicht, wer hat die meisten Länderspiele gemacht? Wer war Kapitän der Seleção? Oder wer hat die wichtigsten Titel gewonnen? Und das ist ein Glück. Für euch. Denn auch mein Spieler würde in jeder dieser Kategorien gewinnen. Weltmeister, Champions-League-Sieger. Lucio?
Confed Cup-Sieger, die sechs meisten Länderspiele für das erfolgreichste Land der Fußballgeschichte, eine Karriere, in der er über eine Dekade auf absolutem Weltklasse-Niveau gespielt hat, garniert mit 3 deutschen Meisterschaften und 3 DFB-Pokalsiegen. 122 Spiele inklusive Tor im Champions-League-Finale für Bayern 04 Leverkusen. Über 200 Spiele für den FC Bayern. Vom Tagesspiegel zum besten... Entweder C. Roberto oder Lucio, weil die waren ja beide vorher bei Leverkusen. Sieger Innenverteidiger aller Zeiten gewählt und Fortsport 1 zum zweitbesten Bayern-Innenverteidiger aller Zeiten. Ja, dann Lucio. Der beste Brasilianer der Bundesliga-Geschichte war kein 55 Kilo Tempo-Dribbler, er war ein 1,90 Meter, 85 Kilo Gegnerfresser aus der Innenverteidigung und er hört auf den Namen Lucimar da Silva Ferreira, a.k.a. Lucio. Na, das war mal ein 60-Sekunden-Pitch. Lucio, Lucio, Lucio. Ja, ist verdient, ist verdient. Ich hoffe, ich war nicht zu nah am Mikrofon, ich bin immer näher reingegangen. Das werden wir, das wirst du nachher hören. So ein Backup. Aber du hast die Kopfhörer drin, du hast es gehört. Ah ja, okay, war in Ordnung, würde ich dann behaupten. Ja, sehr gut. Ja, kein Kommentar. Du bist als zweites dran, Niklas. Ja. Bin auf dem Weg und bin ready. Sehr gut. Da würde ich sagen, Niklas Livingston. C. Roberto war kein Weltmeister? War der 2002 noch nicht bei Brasilien? Take für den besten Brasilianer der Bundesliga-Geschichte beginnt jetzt. Klar gab es tolle brasilianische Verteidiger in der Bundesliga. Naldo, Bordon, Dede, Lucio. Aber wenn wir hier schon über Brasilianer in der Bundesliga sprechen, dann doch bitte nicht über Abwehrspieler. Ich möchte über einen Spieler sprechen, der so stereotypisch brasilianisch war, dass es fast schon wehtat. Oh, das könnte eigentlich schon Marcelinho sein. Erklärt hat, was ihn und seine Landsmänner so besonders macht, hat er geantwortet, Fußball und Samba. Und Samba hat er geliefert in die mitunter hüftsteife Bundesliga der 2000er. Und nicht nur das, er hat das... Das muss doch Marcelinho sein. ...schafft, was in den letzten paar Jahren nur durch Misserfolg gelungen ist. Er hat eine der größten Mäuse der Liga nicht nur bunt... Okay, es ist Lucio, sag ich schon, Marcelinho. ...sondern interessant gemacht. In 5 Jahren Hertha BSC hat Marcelinho mit 65 Toren und 43 Assists zu 2 Vierten und einem... Sehr sympathisch. ...sechsten Platz beigetragen. Platzierungen, von denen auch die Windhorst-Hertha nur träumen könnte. In seiner besten Saison... Die Windhorst-Hertha, direkt wieder unsympathisch gemacht. ...der Saison 04-05 brachte er 18 Tore und 11 Assists ins Ziel. Mehr Scorer haben nur 2 Brasilianer in einer Bundesliga-Saison jemals geschafft und die waren beide Stürmer. Im Gegensatz zu Marcelinho, dem besten Bundesliga-Brasilianer aller Zeiten. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, oder? Saubere Minute. Ganz, ganz saubere Minute. Schön, dass Marcelinho hier einen Platz gefunden hat. Freut mich sehr. Freut mich wirklich. Ist klar. Du als alter Hertha-Fan. Krügi, ready soweit? Dann würde ich mal sagen, dein Take für den besten Bundesliga-Brasilianer aller Zeiten beginnt jetzt. Gute brasilianische Fußballer in der Bundesliga gab es viele. Marcelinho, Lucio sind 2 davon. Aber es gab nur eine richtige Tormaschine. 100. Dann Ailton? Ailton hat, glaube ich, mehr getroffen als, gut, später dann war er noch bei HSV und Duisburg, aber und bei Schalke hat er aber am Anfang auch noch gut getroffen. Ich glaub, hat er mehr getroffen als Elber? Nee, kann er ihn nicht sein, oder? Elber war so lange in der Bundesliga Stuttgart und Bayern, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. 33 Tore, 56 Vorlagen in der Bundesliga. Kein Brasilianer hat häufiger getroffen, bis 2010 war er der erfolgreichste ausländische Torschütze der Liga. Ja, dann muss es Elber sein. Geschichte. 4-mal deutscher Meister, 4-mal Pokal. Den mochte ich auch. Sehr, sehr sympathischer Typ immer gewesen. Der hat es sogar mit Freddy Bobic ausgehalten im Sturm. Das, davon sogar einmal sensationell mit dem VfB Stuttgart als eine Ecke des magischen Dreiecks. Und Champions-League-Sieger wurde er auch noch. Ende der 90er bis Anfang der 2000er. Das war so die Zeit der Brasilianer in der Bundesliga. Danach wurden die immer weniger. Aber diese Zeit verkörpert niemand in meinen Augen so sehr wie Giovanni Elber. Ich erinnere mich bei Giovanni Elber immer an dieses Tor, wo Bayern noch im Olympiastadion gespielt hat in München, wo er sich hier in diesen Werbeteppich so eingerollt hat. Das werde ich einfach nie vergessen. Das war irgendwie so das Erste, was mich als Fußballfan eingebrannt hat bei mir als Torjubel. Oh ja, stimmt. In Gladbach war er ganz, ganz übel schlecht. Das war ja, glaube ich, die letzte Station dann, oder? Mario Dank von der Bitz, das Gute an Marcelinho war, dass auch trotz der manchmal schlechten Sicht bei Hertha im Oli man ihn immer sofort erkannt hat. Man musste nur seinen bunten Kopf anschauen, ja, vor allem wegen der Belgien-Fahne. Sich auf eine Sache damals verlassen konnte. Marcelinho hat wohl mehr Herthaner geschaffen als jeder andere, das glaube ich auch. Dann war es, dass Elber seine Tore und Vorlagen machen wird in der Bundesliga. In 7 von 9 Jahren in der Bundesliga war er entweder Topscorer oder Top-Torschütze seines Teams. In 7 von 9 Jahren hatte er mindestens 20 Scorer in der Bundesliga. Gemessen an Konstanz,
Dauer und Produktivität kann es keinen anderen besseren Brasilianer in der Bundesliga gegeben haben als Giovanni Elba. Schön, dass Elba hier reingekommen ist. Ich hatte Angst, dass Giovanni Elba gesnappt wird. Ich hatte wirklich Angst. Gesnappt? Was ist denn gesnappt? Das hört sich an, als ob ein Norddeutscher geschnappt sagt. Was hast denn du denn heute gesnappt? Für einen Filz. Gesnappt wird. Nein. Puh. Einer wurde gesnappt in meinen Augen. Ja, es wurden einige zwar gesnappt. Big ja. Diego. Ja, Diego wurde gesnappt. Der wurde von Juve den Bremern weggesnappt. War zwar nicht so lang, aber der Diego war richtig krass. Weil Diego zum Beispiel für mich... War das nicht gegen Alemannia Aachen, wo Diego das Tor fast aus der eigenen Hälfte gemacht hat? Das konnte man, glaube ich, nicht so richtig messen. Aber der hat auch Werder in Sphären geführt. Gut, Miku hat das vorher auch geschafft, muss man teilweise sagen. Aber trotzdem, als der junge Diego bei Brasilien war, bei Bremen war unglaublich. Beste ja. Saison waren 13 Tore, 13 Vorlagen. Bei Brasilien war aber Diego gar nicht so erfolgreich in der Nationalmannschaft, ne? Da hat er sich nicht so richtig durchgesetzt. Das ist schon auch einfach hart gut. Das Problem, was Diego hat in diesem Case, und deswegen gut, dass ihn keiner genommen hat, ich hätte denjenigen natürlich über seinen Wolfsburg-Stint zerlegt, weil er war halt nochmal in der Bundesliga und war dann wirklich nicht mehr toll. Marcelinho war auch nochmal in der Bundesliga bei Wolfsburg und war auch nicht so toll. Der spielt übrigens immer noch nicht Diego. Mal so schlecht, aber nicht Werder Bremen gut. Man hat halt Diego erwartet, Diego. Ja. Aber was ist denn? Ich kann auch sagen, das waren auch die beiden, ich habe zwischen Marcelinho und Diego geschwankt. Das waren die beiden, zwischen denen ich mich persönlich so entscheiden musste, wer mein Favorit ist. Wäre Kunja mal geblieben, der hätte Marcelinho getoppt, spielerisch noch viel klasse, weiß ich nicht. Aber der war halt auch noch wirklich sehr jung und eigentlich auch sehr motiviert. Also er hätte schon wirklich der neue Marcelinho werden können, keine Frage. Auch so von seiner Art und Weise, so positiv wie er drauf war. Vielleicht ein bisschen weniger Skandale, was ja auch nicht ganz so schlimm wäre. Mario, danke von der Bits. Diego gegen Aachen und der Torwart hieß nicht mit Nachnamen, was bei diesem 52-Meter-Tor so gut gepasst hat. Und nicht hat ihn nicht. Wir können, glaube ich, noch ein paar Honorable Mentions raus. Ja, Raphael war gut, aber der hat jetzt nicht. Der war schon sehr gut, auch über einen langen Zeitraum, ist ja sogar noch mit in die zweite Liga gegangen, aber der hat jetzt nicht so einen Stempel hinterlassen bei einer Bundesliga wie ein Marcelinho zum Beispiel. Marcelinho mit Wolfsburg aber nochmal Fünfter geworden. Warte mal, wir können mal ganz kurz. Marcelinho spielt auch immer noch, ne? Das ist auch krass. Mal ganz kurz gucken. Marcelinho Paraiba. Karriereende? Ich dachte, der zockt noch. Alter, bei wie vielen Clubs der einfach war. Unfassbar. Auch krass eigentlich, dass wir damals 7 Millionen für den bezahlt haben. Ne? Das waren noch die Zeiten unter Dieter Hoeneß. Da ist das Geld auch so richtig geflossen. Bei Wolfsburg hat er eigentlich auch gar nicht so schlecht, wie ich in Erinnerung hatte. Ne? 57 Spiele, 14 Tore, 19 Vorlagen. Also sagen wir mal so pro Saison 7 Tore, 9 Vorlagen ist jetzt auch nicht so schlecht. Da hatte ich ihn irgendwie deutlich schlechter in Erinnerung, als er tatsächlich war. Krass. Krass. Trabzon war ja auch nochmal. Stimmt, stimmt. Krass. Erto wäre einer, den man nehmen sollte. Muss, glaube ich, rein in Honorable. Die 7 Millionen haben sich gelohnt. Aber wie gesagt, also die 7 Millionen waren ja so wie heutzutage 40. Einer meiner Ailton muss aufgrund seiner Produktivität, ich mochte ihn eigentlich noch nie als Spielertyp. Was? Wie kann man, also ganz ehrlich, wie konnte man Ailton nicht mögen? Selbst wenn man kein Bremen-Fan war, musste man den mögen. Einer meiner Favorite-Spieler of all time mit Marcio Amoroso. Mhm. Das war sehr kurz, auch zu kurz, aber sehr geil. Jemand, der es über Länge gezeigt hat, wäre Dede. Ja. Aber da fehlt dann so der internationale Track-Record ein bisschen. Du hast eben noch reingeworfen, Lincoln. Boah, seine ganzen Anglizismen triggern mich schon hart, ne? Gesnappt, Track-Record. Lincoln, den ich immer geliebt. Darüber können wir gleich direkt streiten. Was hat der internationale Record damit zu tun? Naja, der Beste in der Bundesliga, natürlich spiegelt es sich irgendwann auch wieder. Das ist ja vollkommen logisch. Sehe ich so wie der rechte Dude hier, wenn es um den besten Spieler in der Bundesliga geht, ist doch scheißegal, was er in anderen Ländern gerissen hat. Also, wenn du in der Bundesliga wirklich so gut bist, dann wirst du nicht ignoriert. Ich weiß natürlich ganz genau, warum du das sagst, weil Giovanni Elbers internationaler Track Record eine Katastrophe. Giovanni Elba auch überhaupt nicht richtig für die Nation. Ich glaube, der kommt nicht mal auf 20 Länderspiele, ne, für Brasilien. Marcelinho? Also da war Giovanni Elba noch besser. Relevanz. Ich glaube, Andy Menger hat damals Marcelinho entdeckt. Diese Frage überhaupt nicht gegeben. Also eigentlich dürftest du dann für der beste Spieler Brasiliens.
Aber auf Schalke hat Ayrton auch, glaube ich, 16 Tore in seiner ersten. Er hat jetzt nicht an die krassen Zeiten angeknüpft, aber er hat auch 16 Tore in seiner ersten Saison gemacht, glaube ich. In der Bundesliga. Und ja, da gucke ich mir auch nur an, was hat er in der Bundesliga in geleistet. Der Rest interessiert mich nicht. Dann müssen wir erstmal eine Sache aus dem Weg räumen. Deine Argumentation natürlich, dass ein Brasilianer dribbeln muss, ist halt A, Stereotyp und B, absoluter Außerdem hat doch Lucio gedribbelt. Der hat es halt auf eine andere Art und Weise gemacht. Wachsinn, weil es natürlich drei Viertel der Liste hier einfach exkludiert. Ja. Also hättest du sagen müssen, wer war der beste brasilianische Offensivspieler. Von daher Case hinfällig. Du willst den Case für Marcelinho hinfällig machen? Nee, ich will nur nicht den ganzen hinfällig. Case. Ich will nur deine Argumentation. Ist hinfällig ist nimmst du den quatschig. Mund für einen Spieler. 13 Tore, 5 Vorlagen, 14 Tore, 10 Vorlagen, 18 Tore, 11 Vorlagen, 12 Tore, 10 Vorlagen. Nein, hinfällig ist deine Argumentation, dass Defensivspieler hier nicht gelten würden. Ja, natürlich. Marcelinho gehört hier rein. Also, ist kein wirklich. Thema. Ist kein Thema. Wie viele Länderspiele hat Marcelinho? Ich bin Berliner. Ich hab das auch schon mal gehört, Jan, zwei draußen, aber ich hatte es dann nicht so auf dem Schirm. Ihr müsst auch immer bedenken, ja, wenn man hier manchmal auf dem Schlauch steht, man streamt, man liest, man redet, man guckt, alles gleichzeitig, ja, alles ist spontan, nichts ist irgendwie, dass man das mal rauscutten kann. Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch und ich bin sowieso ein verpeilter Typ, ich stehe öfter mal auf dem Schlauch wie ein Feuerwehrmann und von daher, ja, ich bin trotzdem in Berlin geboren, ob du das glaubst oder nicht. Ich habe auch tatsächlich noch nie woanders gewohnt. Nee, doch, stimmt gar nicht. Ich habe mal 4 Jahre in Potsdam gewohnt. Aber das war's auch. Lucios Glück war, dass Brasilien nicht viele gute Verteidiger hatte. An Ronaldo, Ronaldinho und Rivaldo konnte einfach kein Bundesligaspieler rankommen. Ja, das war eins der großen Probleme, absolut. Das jetzt, ich will das nicht bewerten, ich will es nur wissen. Keine Ahnung. Hast du nicht nachgeschaut? Nee. Nee, dafür gibt's jetzt ein Timeout, Lizzie. 6. Ich habe mal nachgeschaut. Ich glaube, Elber hat 9, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ja. Marcelinho ist, was man Marcelinho geben muss. Naja, in Bochum, da habe ich nicht gelebt. Das war ja immer nur im Hotel und das war ja immer nur so für Phasen von 4 bis 8 Wochen. Da war ich ja trotzdem noch in Berlin gemeldet. Das zählt nicht. Sonst hätte ich ja auch in Barcelona mal gelebt. Gewesen wäre, wer war der brasilianischste Brasilianer der Bundesliga-Geschichte? Dann würden wir hier keine Diskussionen führen müssen. Ja, wie gesagt, Bochum, das war ja immer nur Hotel. Das ist für mich nicht, dass du irgendwo lebst, wenn du in einem Hotel bist. Das ist für mich kein Leben. Wobei, wie heißt hier dieser Sänger? Der Udo Lindenberg, der lebt ja auch im Hotel. Dementsprechend müsste er ja eigentlich auch sagen, dass der nicht da lebt. Aber bei mir, das waren zu kurze Zeiträume, wie gesagt. Sonst hätte ich auch sagen können, ich habe mal in Barcelona gelebt. Das wäre Marcelinho für mich. Ohne jegliche Diskussion. Ich muss auch wirklich sagen, ein Spieler mit 18 Toren und 11 Vorlagen im besten Fußballeralter, das ist heute jemand, der für 70 Millionen Euro irgendwo hinwechselt. Davon hatten wir einige, ja. Marcelinho war auch damals einer meiner absoluten Favorite-Spieler. Krass, ne? Da sind sich alle einig einfach. Und das, obwohl auch, ja, der hat wirklich, also jetzt ohne Scheiß, wie es vorhin einer geschrieben hat, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der mehr zu Hertha-Fans gemacht hat als Marcelinho. Keinen. Aber meine Lieblingsstory von Marcelinho ist immer noch, dass er sich, das ist zwar ein bisschen fies, aber er war jetzt ja nicht der eloquenteste, sagen wir so. Und er wollte sich eine Deutschlandflagge in die Haare, er hatte ja immer gefärbte Haare, meistens ja blond, aber immer mal wieder was anderes. Rot hat er auch, pink. Und dann wollte er sich, weil er so glücklich in Deutschland war, weil es so gut lief, wollte er sich eine Deutschlandflagge in die Haare färben lassen. Hatte nur leider nicht die richtige Reihenfolge und am Ende war es Belgien. Stimmt, daran erinnere ich mich sogar. Das ist so gut. Ja, ey. Ja, aber das ist ja nicht sein Fehler gewesen, oder? Das war doch der Fehler vom Friseur. Dass du konntest bei der Marcelinho die Uhr. Das wäre bei Abbas Venezia nicht passiert. Stellen, dass er nicht zur Wintervorbereitung. Ja, safe, ich würde es Mark for the auch gönnen. Das Ding ist nur, ich glaube, egal wer da kommt, die steigen eh ab. Also, ist kein dankbarer Job. Da ist ja, es war ja, jedes ja. Jahr das Gleiche. Das war schon wirklich. Ich möchte ganz ehrlich, aber ich möchte zum Beispiel Lucio möchte ich gar nicht kleinreden, weil Lucio einer der baddesten und krassesten Motherfucker war, die Bundesliga jemals gesehen hat. Mein Take ist halt der. Und ich sage halt Folgendes: Lucio ist der einzige von den drei genannten. Ey, für alle, die zu jung sind, Lucio war wirklich so ein Innenverteidiger. Ich habe sowas nie wieder gesehen. Der hat einfach den Ball gewonnen am 16er und ist einfach vom eigenen 16er. Das hat auch manchmal natürlich für Konterangriffe gesorgt. Der ist einfach durchgerannt. Das war auch kein Dribbling mehr, er ist einfach geradeaus gerannt. Er ist einfach gerannt bis zum gegnerischen Strafraum. Ich habe noch nie einen Innenverteidiger gesehen, der das gemacht hat. Über seinen gesamten Bundesliga-Karrierenzeit. Seine Freundin war Friseurin, deswegen hatte Marcin hier so oft verschiedene Frisuren. Ach so, okay. Und die wusste nicht, wie die Deutschlandfahne die Reihenfolge ist, oder was? Weltklasse. Gut, als sagen wir mal, als Ausrede, es gab auch früher noch kein Google. Wie leider.
Von vorne bis hinten. Er war Stammspieler bei der Seleção, seit er nach Deutschland kam, bei der WM 2002 jedes Spiel gemacht, war beim besten Leverkusen aller Zeiten der zweitwichtigste Spieler. Da war Leverkusen wirklich richtig krass, ne? Deswegen gibt es auch ein paar Erfolgsfans aus anderen Städten, die tatsächlich Leverkusen-Fans sind, noch aus dieser Zeit, Vizekusen, wo die mit Ballack auch im Champions-League-Finale standen, gegen Real Madrid verloren haben, mit diesem mega Zidane-Tor. Digga, Torunariga hat es auch schon ähnlich gemacht, der hat es vielleicht so am ähnlichsten gemacht, aber Lucio hat es so oft gemacht. Bayern jahrelang, wäre bei Bayern noch jahrelang geblieben, wenn nicht ein gewisser Louis van Gaal einen gewissen Holger Bartschüber, über den wir unlängst auch gesprochen haben, aus dem Hut gezaubert hätte. Und ist für mich, wenn man guckt, wer über seine Länge der Bundesliga und bei ihm immerhin, ich glaube, 10 Saisons, war er jedes einzelne Jahr einer der besten Innenverteidiger der Liga und ein Weltklasse-Innenverteidiger. Was man auch nicht vergessen darf, was hier keine Rolle spielt, aber der ist ja als vermeintlich aussortierter zu Inter gewechselt und hat da ganz casual mit Mourinho nochmal das Triple und geholt. Zwar ne? Als, und mit Wortlaut Mourinho, wichtigster Spieler auf dem Platz ist Lucio. Und man muss sagen, also ja, es zählt in der Bundesliga, aber ich hatte nicht in Erinnerung, dass er bei der WM 2002 Stammspieler war. Jedes einzelne Spiel über 90 Minuten. Das, ich dachte nämlich, der wäre so Joker mal reingekommen. Ich muss auch wirklich sagen, der Mann hat 106 Länderspiele. Das ist ohne Witz, er ist die sechs meisten, also das ist jetzt nicht als Bewertungsgrundlage. Nee, nee, aber dass er die sechs meisten Länderspiele der Geschichte Brasiliens hat, ist schon wild. Ich werd, 4 Jahre Kapitän. Deswegen, ich werde Lucio nicht discrediten, weil Lucio ist ein Digga, diese ganzen Anglizismen. Hilfe, ey, Hilfe. Wenn ich die viel gucke, dann rede ich wahrscheinlich auch so discredited. God among mortals, definitiv. Finde ich auch, ja. Richtig, Lucio war quasi der Boyata der 2000er, hast du absolut recht. Aber Giovanni Elber muss hier aber mit rein, finde ich. Unter die Top 3 zumindest. Und ich finde auch, dass wir den nicht drin haben. Nein, natürlich haben wir den. Ich meine, natürlich ist es ein bisschen platt, einfach nach Toren und Vorlagen zu gehen, aber der Mann hat einfach fast eine Dekade der Bundesliga geprägt. Ja. Erst bei Stuttgart und dann bei Bayern. Jetzt nicht mit. Er hatte einmal über 20 Tore, aber wie ich schon gesagt habe, er hatte in 7 von 9 Jahren Bundesliga über 20 Scorer. Man vergisst, wie viele Vorlagen der Mann gemacht hat, weil Carsten Janka war oft der sie dann reingedrückt hat. Zumindest in der Anfangszeit der bei den Bayern. Auch Carsten Janka, Alter, der war auch so eine wilde Glatze. Zugearbeitet, Janka. War schon ein feiner Spieler. Ja. Rosa, ich bin Janka-Verteidiger, bin ich. Aber Gio Elber, ja, er hatte vielleicht mal seine Verletzungsunterbrechungen, aber in Sachen Output habe ich selten eine Bundesliga-Karriere gesehen von einem Stürmer, die so konstant war. Also, wir wurden halt hart sozialisiert auch von Giovanni Elber, muss man mal sagen. Wir sind halt alle in die Liga reingewachsen, die Giovanni Elber dominiert hat. Es ist kein Zufall, dass wir hier keinen Julio César dabei haben. Fucking Dunga. Ja, Dunga kam als Kapitän der Seleção nach Stuttgart und hatte eine brutale Saison gespielt, ist dann nach die USA gefahren und Weltmeister geworden als Kapitän. Ja, also da gab es früher auch noch ein paar andere. Ich glaube, es gab in den 60ern noch einige, die das sehr geprägt haben, aber halt nicht uns. So, ja. Da muss man die Subjektivität natürlich auch irgendwo mit reinspielen lassen. Was für Elber spricht, und das hast du auch schon genannt, ist die brutale Konstanz und die Dauer über die... Elber, Balakov, Bobic war doch auch mal zusammen bei VfB. Ja, das war das... fantastische Dreieck? Nee, das goldene Dreieck? Wie hieß das nochmal? Guck mal, ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Natürlich weiß ich, wie es heißt. Das goldene Dreieck? Wie hießen die drei denn? Mein Vater hat zusammen mit Carsten Janka und Steffen Baumgart bei Dynamo Schwerin gespielt. Krass. Krass, ich erinnere mich immer nur, WM 2002 hat Carsten Janka ein Tor gemacht. Und hat dann sein Trikot, hat sich entblößt und vor den Deutschlandfans, magische, danke, und hat dann vor den Deutschlandfans so gejubelt, das weiß ich noch. Geliefert hat, der einzige Misserfolg war dieser... Goldene, fantastische, das fantastische Dreieck, wer kennt's nicht? Das fantastische Dreieck sind Uremovic, Šunjić und Kempf. Gladbach-Stint, was auch immer das war. Ja. Das war eine Vollkatastrophe, aber auch im Chaosverein Gladbach zu dem Zeitpunkt. Aber alles, was Stuttgart und Bayern war, war Jahr für Jahr einfach sehr, sehr... Wie ist nochmal der extrem teure Brasilianer bei Bremen, der richtig schlecht war? Carlos Alberto. Top-Niveau. Was dagegen spricht, finde ich, ist, dass der Peak nicht so überkrass war. Ich finde, 21 Tore als beste Saison ist mir dann fast schon ein bisschen wenig. Ja, fast immer über 20 Scorer. Ohne fast jedes Jahr. Ich wusste ja nicht sicher, dass dieser Take kommt. Aber ich habe vorhin Kumpels geschrieben und die allerersten haben alle gesagt, Giovanni Elber. Alle mein Alter, alle sozialisiert. Ich habe wirklich lange heute über Elber nachgedacht und recherchiert. Ich glaube, Giovanni Elber war niemals ein Weltklasse-Spieler. Niemals. Ich glaube, er war nah dran, aber niemals in der Peak, dass du sagst, okay, der gehört wirklich zu den Allerbesten auf seiner Position. Da würde ich sogar grundlegend mitgehen. Aber in der Bundesliga hat halt kaum ein Brasilianer so konstant, so lange, stimmt, so eine gute Leistung gebracht. Natürlich international und als er dann im Ausland war,
Ja, aber in der Bundesliga, und darum geht's ja. Dass die Hertha ein... Echt? Janka hatte erst Komplettglatze, er wollte aber nicht mit den Skinheads in Verbindung gebracht werden und ließ sich dann kurz stoppen, weil wusste ich, habe ich gar nicht richtig mitbewegt. Für mich hatte der immer eine richtige Glatze. Aber da war ja auch die, da gab es auch richtig, zu diesen Zeiten gab es ja auch noch viel mehr Skinheads so in Deutschland. In 4 von 5 Saisons von Marcelinho dort, also die wurden 4., 5. Heutzutage würdest du ja keinen Glatze-Tragenden mehr mit Skinheads in Verbindung bringen, ne Mario? Wobei Mario natürlich auch dieses schöne Kubaner-Gesicht hat. 4. und 6. Das ist locker die beste Jahre, die ich mich erinnern kann. Das ist kompletter Wahnsinn. Ja. Das ist heute wirklich... Mach's gut, Chiara. Reines Traumszenario. Also habt ihr, also wenn man jetzt das ein bisschen von der Bundesliga löst und guckt, was aus Spielern geworden ist, habe ich kurz auch darüber nachgedacht, einen Roberto Firmino mit hier reinzubringen. Das war Ach, Digga, nee. Also der war ganz gut in der Bundesliga, aber jetzt übertreib nicht, Digga. Dann musst du ganz andere Leute mit reinnehmen. Sehr kurz, aber wie der sich dann noch wie der sich entwickelt hat, hat nichts mit der Bundesliga zu tun. Weiterentwickelt. Aber hätte Roberto Firmino nicht da gewesen, wäre Hoffenheim damals in der Relegation abgestiegen. Das hätte ich natürlich sehr gefühlt. Ja, und er war ja bei Hoffenheim sehr, sehr gut. Also, das darf man nicht vergessen. Ja, sonst wäre er ja gar nicht da gelandet. Ja, meine Glatze würde im Sonnenlicht jeden Gegner blenden. Ja, deswegen musst du auch immer im Stadion, hast du Mützenpflicht, ne? Ja, eben. Ja, aber da kann man zu einfach, könnte man da den Teppich unter den Füßen weggezogen bekommen, argumentativ, indem man halt sagt, yo, aber das war halt in Liverpool. Nee, und für mich geht es auch wirklich darum, wie sie in der Bundesliga selbst geliefert haben. Das war jetzt nämlich das Entscheidende. Und gab bei Bayern ja auch ein paar andere, Paulo Sergio, es gab Emerson. Aber Sergio kam ja nicht mal selber vorbei, deswegen. Emerson habe ich lange drüber nachgedacht. Emerson war ein sehr prägender Spieler. Generell, was die Leverkusener da in der Zeit an Brasilianern hatten. Boca Junior. Franza. Der hatte ein Jahr. Aber Ratinho? Franza, der war bei Leverkusen, der war so ein Lockenkopf und dann war er nochmal bei Hannover, glaube ich. Der war Hertha. Lautern. Ja, gab ein paar. Ich habe versucht, Rafinha. Wie kann ich Caio verargumentieren, ist nicht möglich. Aber Rafinha hat ja immerhin, ich glaube, die zweitmeisten Einsätze von allen Brasilianern in der Bundesliga. Ne? Hat irgendwie echt? 13 Saisons. Er hat ja auch lange. Wie Rafinha am Ende einfach nochmal bei Bayern gelandet ist, das war auch völlig wild. Ja. Lange in der Bundesliga gespielt. Bordon war auch ein geiler Verteidiger. Habe ich geliebt. Aber Marcelo Bordon war schon fast... Wusstest du, dass Roberto Firmino über Football Manager gescoutet wurde? Nee, wusste ich nicht. Deutsch, um mich über Brasilianer zu werden, oder? Ganz kurz, bei Lucio gab es ja auch immer war ja ein sehr talentierter, offensiver Innenverteidiger. Aber seine beste Bundesliga-Scoring-Saison war nur 5 Tore, ne? Gefühlt hätte ich gedacht, dass er bestimmt mal so an den Zehen gekratzt hätte. Ja. Bei Bernd Schneider, ey, da denke ich immer daran, wie die immer darüber geredet haben. Ja, der hat noch die alte DDR-Fußballschule, dass man mit beiden Füßen gleich gut abschließen und flanken können muss. Und das konnte der wirklich. Saisonweise easy die Zehen gerissen. Man hat dann auch noch 3 in der Champions League, 3 im DFB-Pokal. Aber in der Liga selbst, nicht, dass es für einen Innenverteidiger irgendwas bedeutet. Na, aber ich Rocke war ja nicht auf Rocke Junior bezogen, sondern auf Rocke Santa Cruz. Ja. Tatsächlich war ich ein bisschen überrascht, dass es nur 5 Frage for another time. Ich habe mich gefragt, ob es noch andere Nationen gibt, mit denen man das für die Bundesliga gut machen könnte. Spontan hätte ich Oranje gesagt. Es gibt, wir können alle europäischen Nationen kann man da, glaube ich, wirklich fast machen. Außer England. Also ihr wisst, was die nächsten Wochen passiert. Ja, wir müssen immer irgendwas dazwischen finden noch. Boah, ich tue mich jetzt sehr schwer bei euch beiden. Ich bin der Meinung, dass es hier nur eine richtige Abstimmung geben kann. Für die darf es nicht stimmen. Also ich kann ja mal sagen, was ich angeteasert habe. In meinen Augen gibt es halt nur eine richtige Antwort. Deine. Ja, Lincoln war bei Schalke, war der wirklich auch krass, muss man sagen. Ich erinnere mich noch an so einen, aber die sind dann trotzdem nur Zweiter geworden, an so einen direkten Freistoß. Da haben sie, glaube ich, 1-0 gegen Bayern gewonnen. Aber meistens sind sie trotzdem nicht gewonnen. Und diese Antwort, ich weiß gar nicht, bin ich als Erster dran? Ja, auf 3 war es. Bin ich gar nicht gewohnt. Ungewohnt für dich, ne? Es gibt hier nur eine richtige Antwort in meinen Augen und das war nicht. Ja, sowieso. Herr Tinho haut jeden weg. Eine, sondern Lucio. Lucio ist mit Abstand in meinen Augen der beste Spieler, Gesamtpaketspieler gewesen, der als Brasilianer in der Bundesliga gespielt hat. Sehe ich auch so. Kurz und knapp, Lucio. Da mache ich es auch kurz und knapp. Das war mir jetzt richtig schwer. Ich habe mich für Gio Elber entschieden. Ja, absolut. In meinen Augen absolut richtig. Ja, aber einfach noch absolut ein bisschen mehr. Groß, ich fand's in meinen Augen absolut richtig. Weil ich hätte Diego von. Gilberto war auch geil. Der hat sogar eigentlich in der Seleção und der brasilianischen Nationalmannschaft hat er auf jeden Fall mehr stattgefunden als viele andere Brasilianer in der Bundesliga. Ja. Obwohl er jetzt vielleicht nicht so ein. Der hat ja linkes Mittelfeld gespielt, also nicht Flügel, sondern linkes Mittelfeld, obwohl er da gar nicht so krass auffällig war, wie zum Beispiel Marcelinho oder so.
Marcelinho gesetzt. Nee, ich bin, das sehe ich nicht, aber. Ich bin sehr froh, dass wir uns bei Lucio einig waren, weil es hätte mich wirklich, glaube ich, ich hätte ein Aneurysma bekommen, wenn Lucio hier nicht gewonnen hätte, weil das ist einfach nicht zu den Leuten zu verkaufen, glaube ich. Nee, also ich mache das auch sonst gerne, mich hier hinsetzen und versuchen, also wie jeder von uns, den anderen Case möglichst klein zu reden, aber Lucio ist Lucio. Lucio ist Lucio und natürlich, also ich habe versucht, das natürlich so rauszustellen, das Bundesliga zählt, aber du kannst natürlich das, was man außerhalb geschafft hat, weil das zählt ja zu einem Spielerformat, zu einer Spielerklasse mit dazu, was er bei anderen Vereinen gemacht hat, was er international gemacht hat und da kommt niemand an Lucio ran. Ich wünsche ihm immer noch, dass er das Champions-League-Finale mit Leverkusen gewonnen hätte. Er war das ja, der das frühe Tor ausgeglichen hat mit dem nach dem Standard und irgendwie er... 22 Tore hat der Mann übrigens in der Bundesliga gemacht. Ja. Würdet ihr sagen, letzte Frage mir zum Abschluss, dass Marcelinho aber bei einem Bundesliga-Club die größte brasilianische Clublegende ist? Ja. Ja, das ist gar keine Frage. Ja, ja. Also wenn ich an Hertha ist Brasilianer, da kommt Marcelinho lange, lange nicht so viel. Oder auch, also, ach so, insgesamt. Dass der Wert von Marcelinho, also. Oh, da ich weiß nicht, ob da nicht Elber, weil bei Elber habe ich Stuttgart komplett abgehakt. Elber ist halt eine Bayern-Legende. Ja. Das ist halt auch nicht ohne. Die Bayern, weil das Ding ist halt, Bayern ist ja auch davor und danach gut gewesen und währenddessen. Marcelinho ist so irgendwie... Nee, weißt du was? Ich glaube, dass man fast mit Dede gehen muss. Der wird so geliebt. Ja. Pelé war doch nie in der Bundesliga gespielt. Ja. Und die Fair lieben enough. Den so dermaßen Fair über. Enough, aber Marcelinho ist, trotzdem, Marcelinho, ich hatte deinen Rücken. Ja. Geile Folge. Hat Bock gemacht, Jungs. Würde er sich freuen. Das war's für heute. Tschüss. Ja, fand ich auf jeden Fall sympathisch und hätte ich extrem assi gefunden, hätten die Marcelinho da nicht mit reingenommen.